Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge Oath of the Gatewatch Spielraum Spoiler Alarm. Mein Name ist Christopher Postel, bei mir sitzt noch immer Patrick Portele. Und heute präsentieren wir euch Multicolored, Artifact und Lands. 4, 2 und viele. Und starten wir gleich mit einer Karte, die relativ früh gespoilert worden ist und die auch eigentlich ziemlich okay ist. Eli, die ewige Pilgerin. Für ein schwarzes, ein weißes Mana, ein legendärer Core Cleriker. Hat Death Touch, ist 2-3. Für ein generisches Mana opfere eine andere Kreatur. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft der geopferten Kreatur dazu. Und für ein farbloses, ein weißes, ein schwarzes, opfere eine andere Kreatur. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du mindestens 10 Lebenspunkte mehr als deine Startlebenspunkte-Zahl hast. Danke. Das ist im Normalfall 30, in anderen Formaten auch oftmals mehr. Ja, ich sage mal, für 2 Mana, 2-3 Todesberührung mit dieser Opfer, mit der ersten Opferfähigkeit ist es gut. Die zweite Opferfähigkeit halte ich für eher, wie soll ich sagen, ein Gimmick. Sagen wir mal ein Gimmick. Gimmick ist okay. Wo ich das theoretisch sehen würde, wäre in Modern Soul Sisters oder... Ja, weil du kommst dann schnell auf die Leben. Das genau. Stimmt. Und dann kannst du halt... Dann hast du ein sehr starkes Removal. Aber du brauchst dann halt auch Kreaturen, die du reinopfern willst. Ja, du müsstest dann die Variante spielen mit Lingering Souls und... Ja, oder halt mit wer sind die Vögel? Die vier, die im Squadron Hawks. Squadron Hawks. Damit wärst du zum Beispiel okay. Mhm. Kannst den Squadron reinopfern, tust ihn dir runterlegen mit dem Mistplane, suchst du wieder und so weiter. Das wäre dann echt ein Engine, also... Sicher für Modern eine Engine. Ja, du schickst das ins Exil, die Karte. Echt wahr? Ja. Voll scheiße. Das wäre halt cool, wenn es jetzt eine weiße oder schwarze Karte geben würde, die man aus dem Exil casten kann. Mhm. Das gibt es aber nur in Blau, eben ja. mit dem Mist-Hollow-Griffin oder mit dem Elemental. Ah ja, Torrent Elemental. Ja. Also das wäre schon echt cool, weil das halt immer wieder eine Engine hast. Wäre aber auch recht teuer, muss man jetzt dazu sagen, weil das kostet 3 Mana zum Opfern und 4 Mana zum Casten oder weiß jetzt im Griff Hollow. Ansonsten ist die Karte einfach wirklich, wirklich gut. Ja, Mist Hollow Griffin. Ja. Wäre halt cool, aber leider. Nein, aber wie gesagt, sie ist auch ohne diese Fähigkeit ganz cool und mit dieser Fähigkeit passt schon. Ja, natürlich. Also es ist halt ein stärkeres Vindicate. Ja. Aber man muss das halt auch. Also ich glaube, die einzigen, die das spielen. Stärke ist konditioneller Vindicate, kann halt auch Länder targeten und so. Also, ja. Ja, gut. Ein anderes Vindicate. Ein anderes Vindicate, ja. Gut, schauen wir weiter zur nächsten legendären Kreatur. Für ein rotes, ein blaues, ein farbloses Mana, eine 2-3er auch wieder. Meervolk Zauberer, falls irgendwann einmal rote Meervolk-Decks gibt. Mhm. Jori-Ehn. Ruinentaucherin oder Jori-Ehn, aber Jori-Ehn hört sich irgendwie flashig an. Ja. Immer wenn du deinen zweiten Zauberspruch innerhalb desselben Zuges wirkst, ziehe eine Karte. Ja. Finde ich momentan ein bisschen underrated, weil 3 Mana, 2-3 ist okay und die Fähigkeit ist schon sehr gut. Ja. Die Fähigkeit ist wirklich gut. Weil du es halt mit 3 Mana ist es halt früh genug sozusagen, dass es halt im Laufe des Spiels noch Impact hat. Mhm. Und ich sage mal, ab Turn 4, 5 und das ist halt genau der Turn, wo du es davor gecastet hast, wirst du hoffentlich immer 2 Spells pro Turn casten können und dann jedes Mal eine Karte ziehen. Müssen, damit das einen Sinn macht. Ja, ansonsten. Aber das hast du auch immer. Das ist Jessica Ascendancy vielleicht. Ja, da geht es dann überhaupt ab, ja. Aber ja, also ich glaube, dass viel Potenzial hinter der Karte ist. Ja, glaube ich auch. Vielleicht kommt die noch nicht jetzt, vielleicht kommt die mit Shadows Over Innistrad. Man weiß ja, vielleicht ist die auch sogar im Modern was, weil da hast du halt doch bessere, mehr vor allem 1- und 2-Mana-Spells. Mhm. Und wenn es dann halt so, ich spiele Ponder into Lightning Bolt. Ja, dann also bist du aber der größte Chef, weil Ponder gibt es ja im Modern nicht. Ponder nicht, dann halt Serum Visions into Lightning Bolt und zieh mal wieder eine Karte, die ich mal mit Serum Visions gerade oben hingelegt habe. Hollow Daro, Waldfee. Ja, das ist aber das Wunschszenario. Also ich glaube auch, dass da Potenzial ist. Ich weiß auch noch nicht, wohin mit der Karte gerade. Gut, schauen wir weiter. 11 Verbündete, legendär auch. Mina und Den, Wildgeborene. Mhm. Für ein rotes, ein grünes, 2 farblose, 4-4. Und du darfst in jedem deiner Züge ein zusätzliches Land spielen.
Das ist die erste, also das, die Static Ability gibt es immer. Ja. Und für ein rotes, ein grünes, bringe ein Land, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Eine Kreatur deiner Wahl verursacht bis zum Ende des Zuges Trampelschaden. Mhm. Ja, es ist okay. Ja, also das, ich glaube, dass das zweite Land legen die wichtigere Ability ist. Genau, ja. Das sehe ich auch so. Das Trample Game, wozu lege ich ein Land, dann nehme ich es wieder retour. Ich meine, das ist schon okay, ich lege ein Land, dann habe ich meinen normalen Mana-Drop, dann lege ich noch ein Land, dann nehme ich es wieder retour, sage, haha, jetzt trample ich auch noch drüber. Ja. Also es ist mehr oder weniger kein Investment, ich kann mit deinem einen Land immer hin und her. Genau, und das ist, man muss echt sagen, du hast dann halt eine 4-4er, die halt für zwei Mana sich Trample geben kann, ohne dass du einen Draw, dass du keinen Nachteil hast, weil du hast halt für sie eh das zweite Land gespielt. Und wenn du es halt nicht Trample, dann spielst du halt zwei Länder pro Runde, was halt heißt, wenn du normal Landdrops machst, Turn 4, 6 Länder haben und so, ist das alles schon ganz fair. Also wo diese Karte halt cool wäre, wenn es das Omnath-Deck geben würde. Mhm. Weil die Karte mit dem Omnath-Deck... Du träumst noch immer vom Omnath. Das Omnath-Deck ist einfach... Es gibt es nicht. Aber wenn es das Omnath-Deck geben würde, ja, dann wäre die Karte halt cool, weil ich jede Runde eben ein Elemental bringe und gebe dem Omnath Trample und ist halt Lion, oder? Ja. Ja. Na gut. Schauen wir zur letzten Multicolor-Karte, die wir haben. Ja. Der Sturmjäger-Magier. Mhm. Für ein rotes, ein blaues 1-3 Flying Prowess Haste. Ja. Das ist halt wirklich eine starke Karte. Ich habe es dem Patrick schon angekündigt, ich werde 4 in mein Jeskai-Deck packen einmal. Ja, also ich finde sie schon wirklich cool, weil sie halt ein 2-Mana-Drop ist, der gut ist. Aber auf der anderen Seite ist sie halt auch ein 2-Mana-Drop, der sofort gegen einen 3-Mana-Drop vom Gegner, den Mantis Rider nämlich, verstirbt. Obwohl jetzt viele Decks gar nicht mehr Mantis Riders spielen, was ich nicht ganz verstehe, aber ja, wie auch immer. Verstehe ich auch nicht. Aber ist okay. Das heißt, ich lege meinen Zweier drauf, bin halt on the draw, on the play gewesen, weil alles labernd ist. Er legt seinen schlechteren Zweier drauf und dann lege ich meinen Dreier drauf. Du legst halt selber deinen Mantis Rider und dann... Und dann haue ich ihn einmal für 4 und dann legt er seinen Mantis Rider und dann... Dann wartest du eine Runde, nimmst die 3 Damage und hast aber einen potenziell besseren Blocker da. Weil mit einem Spell, mit einem 2-Mana-Schuss... Kannst du dann traden sozusagen. Ja. Nein, trade, also trade ich nicht. Kannst du abrüsten. Ja, aber du spielst halt 2-2-1, aber du verwendest... nein, du nix, 1-1 mit einem... Genau. Gar kein 2-2-1. Nein, nicht, du kannst ihn abrüsten. Das ist schon viel zu spät. Schießt halt 2 Schaden und kannst mit einem 2-4er blocken und seiner ist tot und deiner überlebt, ja. Ja, also die Karte ist wirklich gut. Hat auf jeden Fall Potenzial. Gut, schauen wir weiter und zwar für unseren Stoneforge-Ausrüster, für unsere Stoneforge-Ausrüsterin. Ja. Ein Equipment, also die 2 Artefakte, die wir euch präsentieren, sind beides Equipment. Das erste ist Krallen des Hauptmanns für 2 Mana. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+0 und Ausrüsten 1. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, bringe einen 1-1er weißen Chor verbündeten Kreaturenspielstein getappt und angreifen ins Spiel. Ja. Weißt du, warum ich diese Karte cool finde? Weil du damit deinen eigenen Hero of the Bladehold basteln kannst. Richtig. Ja, der Patrick weiß, was ich für Karten mag. Ja, ist auch ganz, also Analogie ist auch sehr naheliegend, finde ich, weil es halt genau dasselbe macht. Und es ist halt für ein Mana ausrüsten echt günstig, sag ich jetzt einmal. Ja, Hero of the Bladehold hat noch Battlecry, aber... Ja, aber wenn du dann die Ausrüsterin hast, dann haben die nämlich gleich auch +1/+1 auch. Ja, dann ist... Und dann wird's... Na, das ist schon cool. Also, die beide Ausrüstungen sind ja auch beide Rare, sind auch die 2 Rare Artefakte, die es gibt sozusagen, sind beide gut und die finde ich halt wirklich cool, weil du dir halt selber deine Kreatur basteln kannst, deinen Hero, und der Hero war schon gut. Der Hero war super und stark. Und der Hero war ein 4er Drop, das ist halt jetzt ein 2er Drop, der halt für einen Mana die alle deine Kreaturen zu einem Hero machen kann. Mhm. Gut. Das zweite, das letzte Equipment, das Steinschmelz-Meisterstück für ein farbloses und Ausrüsten 2, also das dreht sich jetzt um, die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1 für jede andere Kreatur, die du kontrollierst, um mit der sie ein Kreaturentyp gemeinsam hat. Genau. Ist gut, ist aber weniger gut. Du brauchst halt das thematisch richtige Deck dafür. Ja. Sei es das Core-Deck, sei es das Ellie-Deck, sei es das Warrior-Deck, was auch immer. Omnath-Deck. Sei es das Omnath-Elemental-Deck. wobei der Omnath braucht wahrscheinlich das nicht mehr den Pump, aber nein, der braucht das nicht. Das Warrior-Deck zum Beispiel kann das schon ganz gut verarbeiten. Ja? Mhm. Wenn dann mein Warrior dann auf einmal +4/+4 kriegt, ganz wieder okay. Wieder schon stärker. Ja, cooles Equipment und einfach das, allein das Stoneforge ist halt schon, das gibt halt den Leuten so diese, wie soll ich sagen, dieses warme Gefühl ums Herz. Gut, gehen wir weiter, wir schauen uns die Länder an.
die in Ausdruck der Gatewatch kommen. Und zwar, es kommen wieder 5 Elite-Taplander. Genau, das ist einmal der Zunderöde, einmal der Meanderstrom, überschwemmter Knochenacker, bewaldete Schlucht und die stille Weite. Genau, damit ist man da immer gefixt, sind alle ankommen. Ja. Gleich brauchen wir nicht viel mehr sagen. Haben wir schon bessere gesehen, die uns einen Lebenspunkt geben, wenn sie ins Spiel kommen? Genau. Also ja, gibt es halt einfach. Genau. Fertig. Ja, also man muss da vorweg sagen, ich habe da alle Länder jetzt auf der Liste, weil ja. Warum nicht? Sie Länder in Magic immer relevant sind, dafür werden wir vielleicht nicht alle austreten. Gut, als nächstes ein Rare-Land, der verödete Scheideweg. Mhm. Erhöht deinen Mana-Vorrat eben um ein Waste-Mana für ein farbloses. Also man kann das als generisches und als Waste-Mana verwenden. Mhm. Und wenn man ihn tappt und einen Lebenspunkt bezahlt, erhöht deinen Mana-Vorrat um ein Mana einer beliebigen Farbe. Verwende diesen Mana nur, um einen Zauberspruch mit Fahlheit zu wirken. Ja. Also das ist wahrscheinlich das beste Deck für, wenn es das mehrfärbige Eldrazi-Deck gibt. Mhm. Ansonsten wird es keine Verwendung finden, nehme ich an. Ja, ich meine, es macht dir halt ein Waste-Mana, was gut ist, ja. Aber dadurch, dass es dir halt nur für Fahlkarten das farbige Mana macht, ist es halt schon. Ich weiß nicht. Ja, sage ich ja, nur fürs Eldrazi-Deck gut. Ja, oder halt fürs Fahl-Deck. Wenn das Fahl-Agro-Deck kommt, das ist dann wahrscheinlich auch 2- bis 3-färbig, ist das wahrscheinlich auch eine Karte, die man spielen kann, weil das halt diese Kreaturen alle Waste-Abilities haben oder oftmals Waste-Abilities haben. Dann kannst du die Waste halt auch zahlen und so weiter, aber ja. Ja. Gut. Nächste Karte, ein Common Land, zerfallene Überreste. Und das finde ich eigentlich ziemlich okay für ein Common Land. Ja, weil das finde ich wirklich gut, nämlich sogar, ja. Und zwar, wenn die zerfallenen Überreste ins Spiel kommen, erhöhe dein Mana-Vorrat um einen Mana einer beliebigen Farbe. Das heißt, es kommt zwar getappt ins Spiel, aber du kriegst trotzdem was davon, ja? Genau, das heißt, du misst praktisch den Landdrop nicht. Und ansonsten erhöhst du dein Mana-Vorrat um ein Waste-Mana. Genau. Also diese Karte ist wirklich gut. Ja. Ich glaube, dass die wirklich gut ist. Ich glaube das nämlich auch. Ich meine, das Problem ist, dass momentan die Mana-Bases alle wirklich gut sind schon und alle mehrfärbig sind. 4-5-färbig, 3-4-5-Minimum. Also 5-5-Minimum, haha. Aber es fixt dich halt sozusagen für einen Turn, es lässt dich den Landdrop nicht missen, genau, sozusagen. Genau, das ist das Wichtigste, dass du den Landdrop nicht misst. Und dann hast du das Waste. Und das ist natürlich noch immer besser, als ein Basic Waste zu spielen. Absolut. Gut. Schauen wir zur nächsten Karte, die unseren Manlands Circle dann vervollständigen. Oh, sehr schön. Der fauchende Pfuhl. What the fuck ist ein Pfuhl? Ein Pfuhl, das ist wie eine Lacke. Okay, ein Gatsch. Ist das nicht Gatsch? Okay, auf jeden Fall, der Gatsch kommt gedubbt ins Spiel. Erhöht dann, du kannst dein Mana-Vorrat um ein schwarzes oder grünes Mana erhöhen und für ein farbloses, ein grünes, ein schwarzes wird der Gatsch zu einer 2-2er schwarzen grünen Elementarkreatur mit Death Touch. Ja, für 3 Mana finde ich das durchaus also fair. Ich finde es gut, es ist aber schlechter als der Shambling Wind. Ja, weil es halt 2-2 ist. Ja. Ja. Und weil Lifelink halt meistens wichtiger als Death Touch ist. Ja, es ist halt, das Problem ist, Lifelink ist halt die Ability, wo ich weiß, ich kann angreifen und mir jetzt Leben machen oder es hat einen Sinn und deshalb ist halt auf die Ability, oh, ich muss jetzt blocken und opfer halt mein Land, um eine bessere Kreatur abzutraden. Mhm. Und ein Land zu opfern, nur um eine Kreatur zu traden, das also ein Land opfern ist immer ein großer Drawback einfach. Ja. Ja. Aber ansonsten ist passt halt flavormäßig genau in die zwei Farben. Genau, ja, von daher passt. War eh klar, dass so eine Ability sein wird auf Schwarz-Grün. Gut, schauen wir weiter. Die Siedlung der Widerständler. Erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein Waste-Mana, beziehungsweise tapp das und tappe eine ungetappte Kreatur, die du kontrollierst, erhöhe deinen Mana-Vorrat um ein Mana einer beliebigen Farbe. Ja. Also das finde ich zum Beispiel mit Eldrazi-Spawns ziemlich cool. Genau, ja, da kannst du halt dir leichter das mehrfärbige Deck bauen sozusagen, weil du halt Kreaturen tappen kannst, um Mana zu machen. Ist eine solide Karte, ist halt eine Common, ist jetzt kein nicht überragend, aber das und dann, vielleicht nehmen wir die jetzt einfach vor, mit das unbekannte Ufer. Das unbekannte Ufer hast du eben 2 Common-Karten, die dich fünffärbig spielen lassen oder halt mehrfärbig. Unbekanntes Ufer, eben Tap für Waste und ein farbloses Tappen erhöht deinen Mana-Vorrat um ein Mana in der beliebigen Farbe. Genau, das macht eben dasselbe, nur brauchst du halt keine Kreatur, sondern ein anderes Land. Beides ist natürlich ein Nachteil sozusagen, aber beides aus dem Common-Slot dich einfach deine Colors fixt und das ist halt wirklich gut. Ja, und es ist halt drum ist halt auch, kann man auch im Limited dann eben diese Eldrazi-Deck spielen.
Oder genau. Diese Fahldecks oder whatever. Weil du halt das fahle Mana hast und noch immer dein Mana gefixt ist. Mhm. Gut, schauen wir weiter zu Unreal Land. Das Spiegelbecken, das kommt auch getappt ins Spiel, erhöht auch deinen Mana-Vorrat um ein Waste. Für zwei generische ein Waste zum Tappen, opfere das Spiegelbecken, kopiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl, den bzw. die du kontrollierst. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Das ist die erste Ability. Und die zweite Ability ist für 4 Mana und Wastes und Opfern und Tappen und Opfern. bringe einen Spielstein ins Spiel, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist, die du kontrollierst. Ja. Es ist schlecht mit Mulamog. Echt? Erklär's mir. Also, ich finde die Karte ganz witzig und ganz cool, aber ich verstehe den Hype nicht ganz. Nein, es ist ein irrsinniger Hype, weil die Karte, glaube ich, auch der Rico Commander macht ähnliche Sachen, glaube ich. Okay. Der Rico Commander, das ist der, ich glaube, der ist, ich muss jetzt lügen, ich bin kein Commander-Spieler, aber ich glaube, der ist grün, rot, blau und ja, der macht das auch der kopiert auch deine Hexereien und deine Instants und der kopiert aber auch deine Creatures, wenn sie ins Spiel kommen. Okay. Oder irgendwie so und drum sagen, das Rico-Land. Und das kann ich schon nachvollziehen. Also ein Treasure Cruise mit der Karte, ja, sind halt 6 Karten. Genau, so ein Dig-Through Time ist halt zweimal mehr oder weniger fast schon durchs Deck schauen. Ja. Eine Kreatur kopieren sind halt 5. Sind halt im Endeffekt 6 Mana dafür, dass ich, was ist die Kreatur, die ich mir kopieren möchte. Ja? Mhm. Mir fällt jetzt ein Siege Juno ein, das ich gern kopieren würde. Ja. Oder, weiß ich nicht, einen Endbringer oder sowas. Ja. Also dann ist das schon cool. Aber also wenn das gespielt wird, dann wahrscheinlich auch im Eldrazi-Deck, wo ich halt wirklich fette Kreaturen habe, die halt Mana-Investment sind. Mhm. Und wo ich halt die Effekte dementsprechend nutzen will. Und halt ansonsten im Commander, ganz klar. Ja. Ja, die Karte ist auch ein Mitgrund, warum, wer ist das Artefakt, das ist mir gerade entfallen, dass der Länder aus dem Friedhof zurückspielen lässt. Crucible of Worlds. Genau, Crucible of Worlds, momentan ziemlich spiked auch monetär, weil es halt natürlich Crucible und das auch eine nette Kombination ist, ja. Absolut, ja. Wie gesagt, das ist eine coole Karte, die 3 Mana für einen Spell finde ich relevant, dass die 5 Mana für eine Kreatur, weil 5 Mana halt schon wirklich teuer ist, finde ich. Ja, kommt halt immer auf die Kreaturen. Kommt immer auf die Kreaturen, ja. Also in den Commander Limited, also in den Commander Formaten, ist es sicher bonkers. Verrückte Sache. Sicher bonkers. Verrückte Sache. Im Standard, glaube ich, ist es wahrscheinlich nicht so toll. Also da finde ich die Spells relevanter als die Kreaturen. Ja, die Spells relevanter als die Kreaturen, ja. Gut, schauen wir weiter zum nächsten Mainland, das Nadelfelsplateau. Mhm. Das kommt auch getappt ins Spiel, erhöht deinen Mana-Vorrat um rot oder weiß und ja. Für ein rotes, ein weißes, 2 farblose wird es bis zum Ende zu einer 2-1er rot-weißen Elementarkreatur mit Double Strike. Ist aber noch immer ein Land. Ja. Ja. 4 Damage machen ist gut. 2-1 ist schon sehr wenig, leider. 2-1 ist wenig, für 4 Mana vor allem. Es ist halt, ich denke halt so, wenn im Bezug auf Shadows Over Innistrad, wenn es da wieder so rot-weiße Human-Stacks gibt, mit wo man dann auch sagt, die brauchen halt was Aggressives und die dann gibt es vielleicht auch Pump-Effekte dementsprechend, wo du dein Team pumpen kannst. Oder On-of-the-Pure-Effekte, wenn es wieder sowas gibt, dann ist die Karte halt bedeutend stärker. Ja, natürlich, die Karte ist generell ja nicht schlecht, vor allem eben mit allem, was pumpt ist und auch im Zusammenhang mit Removal, wenn du angreifen kannst, der blockt mit irgendwas. First Strike Damage schieße ich deine Kreatur weg. Ja. Es ist halt schon Applikationen. Ja, man braucht das richtige Deck dazu und es ist halt. Aber es ist auch ein bisschen die Flat Protection für diese aggressiven Karten, weil 4 Mana ist halt schon. Ja. Ist halt ein Investment, das du halt machen musst. Ja. Genau. Aber ansonsten, wenn es Pump-Effekte gibt, ist halt super stark. Ja. Ansonsten ist auch okay. Aber wahrscheinlich wäre 3 Mana 2-1 Double Strike auch noch okay gewesen. Finde ich auch. Weil das ist halt die Range. Ein Mirian Crusader hat halt pro Black, pro Green und ist 2-2 Double Strike. Ja. Also wäre es halt ein Rot-Weiß ist dann auch schon eine andere Anforderung als Doppel-Weiß. Ich finde auch, dass das ein Mana weniger hätte kosten können. Dann wäre es halt echt gut gewesen. Und so ist halt, es ist nicht schlecht und es ist immer noch spielbar, aber halt. Ja. Gut. Gehen wir weiter zu den Resteln. zu den Überreste von Oran Reef, auch ein Land. Mhm. Die Überreste kommen getappt ins Spiel, weil es eh schon hieß. Erhöht dein Mana wieder um ein Waste-Mana. Und wenn du es tappst, lege eine +1/+1-Marke auf eine farblose Kreatur deiner Wahl, die in diesem Zug ins Spiel gekommen ist. Genau, wer sich an Oran Reef erinnert, das hat er selber gemacht, war ein grünes Land.
nur hat es für nicht farblose und das macht halt jetzt für farblose. Finde ich jetzt nicht so berauschend. Ja, Oren Reef hat man schon gespielt in den grünen Decks, in den grünen aggressiven Decks. Wenn es das Fahldeck gibt, ist das vielleicht eine Karte. Vielleicht. Ja. Aber muss gestehen, mich dich zahlt es nicht. Nein, verstehe ich. Schauen wir weiter. Noch mehr ähnliche Sachen. Noch mehr ähnliche Sachen. Trümmerfeld von Setor. Kann auch wieder ein Waste Mana produzieren. Oder für zwei farblose, also zwei generische, ein Waste Mana und tappen, ziehe eine Karte. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du keine Karten auf deiner Hand hast. Ja. Ich würde sagen, diese Karte wäre gut, wenn die Klausel nicht draufstehen würde, aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du keine Karte auf deiner Hand hast. Ja, sonst wäre für drei Mana ziehen eine Karte schon sehr, sehr gut. Ja, aber warum nicht? Soll auch wieder gute Länder geben. Ja. Aber ansonsten, ja. Es ist okay im Deck, dass sich regelmäßig die Hand leer spielt. Ja. Ja. Da ziehe ich dann halt einmal zwei Karten. Oder zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Drachen wird der heißt der. Welcher, ne? Der dich am Ende des Turns immer deine Hand hast. Ach, hör auf, das weiß ich nicht mal, wie der heißt. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, der ist sogar der Standardlegal. Ja, super. Bitte bau was. Patrick, du brauchst jetzt nicht der Deck für Deck Wars. Nein, der forst mich immer die scheiß Decks für Deck Wars rein. Jetzt reicht's langsam. Wirklich. Gut. Komm, die letzte Karte. Die letzte Karte und wir komplettieren unseren Mainline-Cycle. Jawohl. Die wandernde Fumarole. Jetzt sagst du mal, was eine Fumarole ist auch, bitte. Keine Ahnung. Okay, gut. Ah, die Lacken hat er gewusst. Ja, es schaut aus wie ein Wurm, aber ich weiß nicht, was das ist. Weiß ich nicht. Wie Geröll schaut es aus. Vielleicht würde ich es auf Englisch wissen. Okay. Auf jeden Fall macht es ein rotes oder ein blaues Mana, wenn man es tappt. Beziehungsweise für zwei farblose ein rotes und ein blaues Mana. Wird es bis zum Ende des Zuges eine 1-4 blau-rote Elementarkreatur. Mhm. 1-4, das ist jetzt nicht so spannend, aber Obacht. Für 0, also für nichts, vertausche Stärke und Widerstandskraft dieser Kreatur bis zum Ende des Zuges. Sie ist immer noch ein Land. Und ich finde das eigentlich ein schöner Abschluss, weil das ist eine wirklich, wirklich gute Karte, weil man sie halt defensiv und offensiv einsetzen kann. Und ich wiederhole mich, ich mag Karten, die man defensiv und offensiv einsetzen kann. Das kann ein super Blocker sein, das kann ein guter Attacker sein. Und ich kann theoretisch attacken, die Power and Toughness changen, dann kommt der. Red nur. Dann kommt der Schuss und damit ich mein Land nicht verliere, tausche ich einfach wieder. Ja, da mache ich halt weniger Damage, aber whatever. Ja, und ich meine, wenn du es aggressiv einsetzt, macht halt genauso viel Damage wie das Rot-Weiße, nämlich auch 4. Darum ist es fair. Nur ist es halt eigentlich besser, weil du es eben beschützen kannst. Ja. Genau. Es beschützt sich halt selber unter Anführungszeichen. Genau, ja. Und also blocken kannst du auch. Also echt starkes wahrscheinlich das, also ich finde das besser als das Rot-Weiße und ich finde es wahrscheinlich auch besser als das Grün-Schwarze. Ja, ich finde es wahrscheinlich noch schlechter als das Shambling Wind, aber ansonsten. Na, Lifelink ist schon wirklich gut. Aber ja, der Kategorie spielt es auf jeden Fall mit. Gut, ich frage dich das jedes Mal, ich lasse auch nicht das. Deine Top 3 Karten ohne Zettel anschauen. Ohne Zettel bist du gemein. Machen wir es jetzt einfach. Nissa's Eid. Was denn? Nix, Jace's Eid. Jace's Eid, Chandra's Eid, danke, nein. Nissa's Eid, definitiv. Dann der, ich weiß ja den Namen nicht, Haberer. Ich weiß ja nicht mal den Namen von der aktuellen Karte. Sprich mit mir. Okay. Meinst du den Vampir? Nicht den Vampir. Ich meine eine, ich schaue sehr wohl nach, der Gestammer, Keks. Ich meine, den da, den sehr der Gedankenlehre, also den Klick finde ich sehr gut und was mir auch gut gefallen ist und jetzt muss er wieder schauen. Ich weiß ihren Namen nicht. Ich weiß den Namen nicht, Alter. Wo ist denn das? Nein, den nehme ich. Sphinx des letzten Wortes. Das bist du, ja. Offensichtlich, das gefällt mir einfach. Ich glaube, ich traue mich gar nichts mehr drauf sagen. Nein, nicht, weil ich habe das letzte Wort und da Ruhe ist. Euch danke fürs Zuschauen, dass ihr das verfolgt habt. Nein, jetzt sag schon deine Top 3. Ganz klar. Dann dissen mich die Leute wieder, dass ich hier nicht reden muss. Linvala, Jace's Oath und dein Thoth Not Seer. Mein Thoth Not Seer? Ja, der Vendilien-Klick. Ah, ja, auch der, okay, ja. Passt. Da sind wir fast, gehen wir fast im selben. Der Chor. Genau.
Gerne. Gut, auf jeden Fall, du darfst natürlich das letzte Wort haben. Sehr nett. Kann irgendjemand den Patrick so einen Sphinx-Kopf editieren? Das wird werden ich machen, dass wir zu viel hocken. Auf jeden Fall euch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Wir haben unseren Spaß gehabt. Patrick, danke, dass wir das wieder zusammen machen. Immer wieder gern. Ihr könnt es wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Anregungen persönlich sagen. Könnt euch sagen, ihr macht, das passiert eh schon ziemlich gut bei den Deckwars-Geschichten und bei den Deck-Jacks-Geschichten. Ja, wir sind für alle Anregungen offen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dann mit der Edition, wie wir beim Präsentieren der Edition gehabt haben. Genau, viel Spaß beim Ausreißen, viel Glück mit den Boostern, Displays, was auch immer. Und danke fürs Zuschauen. Ciao, ba. Ich wollte eigentlich ein Land nehmen, das dritte, aber ich dachte, nein, ich brauche eine Kreatur und dann die Sphinx.